über ein Jahr musstet ihr warten auf eine neue Folge von diesem Format und jetzt ist es wieder soweit. Ich bestelle Schrott-Zaubertricks auf Wish und gucke, ob die halbwegs was taugen. Hinter der Kamera sitzen heute Kind 1 und Kind 2 und bewerten das Ganze. Einmal klatschen bitte. Dankeschön. Ja. Legen wir los. Aber erstmal müssen wir das ganze Zeug bestellen. Ich bin mal wieder auf Magic Tricks gegangen. Und da suchen wir jetzt einfach mal. Was kann das? Das soll Tarantula sein? Das soll das Tarantula sein? Das für 5,29 € Warenkorb. Die Lights, aber in Kunterbunt. Die können nur Kacke sein. Ich habe schon mal so billig die Lights gekauft. Die sind richtig schlecht, weil die Lights sollen eigentlich so hell sein. So sehen original die Lights aus, wenn ihr damit eine Performance macht. Hier mein Kumpel Marc Weide, ehemaliger Zauberweltmeister. Und meine billig die Lights sehen im Vergleich dazu so aus. Toll, oder? Okay, ich kann hier eine Größe aussuchen, aber habe nur eine zur Wahl. Also Lul. Und, okay. Ich kann mir die Farben aussuchen. Da würde ich gerne blau nehmen, actually. Hey, das war blau. In den Warenkorb. Rope to Silk, also ein Seil in ein Tuch verwandeln. Und das spoilert auch schon die Methode. Das ist ja super. Und auch hier kann ich mir die Farbe aussuchen. Aber von was? Vermutlich vom Seil. Ah, weiß in ein rotes Tuch. Ja, so weißes Seil würde halt passen zu einem anderen Seil, die ich so habe. Deswegen nehmen wir weiß. Oh, wie cool. Oh, wie nice. Die Illusion für eine 8,42 €. Und es spoilert auch schon, wie es funktioniert. Super, danke. Ja, ja. Und hier sind Bewertungen mit einem Stern, einem Stern, einem Stern. Leider keine Beschreibung. Funktion nicht erklärt. Ja, das ist ja voll die Überraschung in meinen Wish-Videos. Größe wie im Bild. Ja, danke für die Auswahlmöglichkeit, Wish. Ja, ja. Warenkorb. Gucken wir mal, ob ich das ohne Erklärung gebastelt kriege. Eine Autorotation rotierende Mutter auf der Schraube. Also verstehe ich das richtig? Durch die Kraft meiner Gedanken soll für nur 3,55 € diese Mutter hier sich automatisch auf der Schraube aufschrauben. Warenkorb. Ja, ein absoluter Klassiker. Zauberstab zu Blume. Habe ich auch schon mal vorgeführt hier auf diesem Kanal. Great. Aber wir wollen Large. Ja, ist auch die einzige Auswahl. Und wie wär's dann noch mit so einer Fake-Zunge? Also die Bilder sind ja mal sowas von fake. So soll das Ganze aussehen. Ja, eindeutig so ein Plastikding. Und so soll das in Benutzung aussehen. Digga, diese Fotos sind so fake. Niemals wird das so aussehen. Wenn ich das bestelle, es kommt hier an und es sieht nicht so aus. Einfach Betrüger. In den Warenkorb filtern. 100 € plus. Komm, wir wollen das teure Zeug sehen. Genau, ein einziger Trick kostet über 100 €. Und das ist einfach ein Buch, das so aussieht, ja? Das ist kein Zaubertrick und das auch nicht. 50 bis 100 €, wie sieht's da aus? Aha! Was ist das denn hier? Also das ist einfach Deko, ja? Das ist einfach so, soll so aussehen wie so ein Zeichenarm. Das sind alles keine Zaubertricks! Das sind Magic the Gathering Karten. Karten, wo ich die Markierung mit einer Brille lesen kann. Also das kann ich ja gar nicht gebrauchen. Ich sehe jetzt schon, wie schlecht die Qualität der Karten ist. Aber mich würde einfach interessieren, ob das funktioniert, ne? Die Brille in Schwarz. Schwarz oder in Gold, dann nehme ich schwarz. Einfach aus Interesse in den Warenkorb. Komm, da zahle ich 29 € für. Einfach, um meine Neugier zu befriedigen. Er hat befriedigen gesagt. Nicht mal 60 €? Das ist die günstigste Wish-Folge, die ich je gemacht habe. Kostenloser Versand, liebe Leute. Sonst kostet der Versand immer so 60 €. Zur Kasse. Zahlungspflichtig bestellen. Deine Bestellung ist unterwegs. Und jetzt heißt es warten. Und auch wenn das heute ein absolutes Schnäppchen war, habe ich trotzdem einen Sponsor für das heutige Video. Denn ich bin jetzt seit fast einem Jahr Partner von Holy. Das hier ist der Holy X Matti Shaker. Der war limitiert, ist leider ausverkauft. So. Holy produziert gesündere Alternativen für Energy Drinks und Eistees. Hunderte von Leuten aus meiner Community haben Holy schon probiert und sind mehr als zufrieden damit. Denn mit meinem Code MATTI5 kriegt ihr auf eure erste Bestellung 5 € geschenkt. Solltet ihr immer noch Holy nicht probiert haben, würde ich euch empfehlen, es gibt jetzt ein neues Mixed Probier Paket. Da sind alle Energies und alle Eistees einmal drin. Außerdem jetzt ganz neu dabei 10er-Boxen. Wenn ihr einen bestimmten Energy probieren wollt, zum Beispiel meinen absoluten Favorite, den Gorilla, müsst ihr nicht gleich eine Dose mit 50 Portionen kaufen, sondern könnt erstmal eine kleinere mit 10 Portionen nehmen und gucken, ob euch das schmeckt. Ultra nice. Pulver rein, genau ein Scoop ist immer mit dabei. Erster Deckel drauf, zweiter Deckel drauf. Na dran. Das machst du doch extra. Zweiter Deckel drauf. Yes. Ja, funktioniert schon. Schütteln, gegen den Bildschirm anstoßen in 3, 2, 1. Cheers. Und genießen. Also Code MATTI5 für 5 € Erstkundenrabatt checken oder Code MATTI10. Damit kriegt ihr immer 10% auf alles. Und jetzt heißt es auspacken. 4 Wochen sind vergangen. Paket. Messer. In diesem Paket sind lauter Pakete. Okay, fuck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sachen. Warte, Mann. Dann fangen wir doch erstmal
hiermit an. Ah, okay. Das ist das mit dieser Schraube und der Mutter. Ihr erinnert euch. Eine Erklärung? Tatsache, eine Erklärung. Auf Englisch. Oh. War das wichtig? Ein paar Sekunden später. Okay, Update. 5 Minuten gesucht. Das wichtigste Teil, damit dieser Trick funktioniert, ist mir gerade runtergefallen und liegt jetzt irgendwo. Und auch mit 6 Augen haben wir das nicht gefunden. Ein Online-Tutorial mit Login? Ein Videotutorial, cool. Okay, also die Anleitung auf dem Papier ist richtig verwirrend. Da bin ich gerade ein bisschen zu dumm für. Ich guck mal, wie das Online-Tutorial ist. Aber auf dem Foto auf dieser Website sieht es anders aus, als das, was ich hier erhalten habe. Okay. Sass. Also das ist die echte Tutorial-Seite, aber das Fake-Produkt. Ey, das sind solche Dreckigen. Es ist jedes Mal die gleiche Kacke. Aha. Dieser Trick wird nicht mehr produziert. Solltest du trotzdem noch welche auf dem Markt finden, ist es höchstwahrscheinlich ein Fake-Produkt aus China. Das Original kommt mit einer Garantiekarte. Und auf der steht ein Passwort drauf. Und da ich hier kein Original habe, habe ich diese Garantiekarte nicht mit dabei. Und deswegen finde ich das Passwort nicht. Und deswegen kann ich mir das Tutorial nicht angucken. Schon smart gemacht, aber hilft mir gerade nicht weiter. Okay, da muss ich selber rausfinden. Ich schaff das. Ah, ich glaube, ich hab's. Wie so ein Puzzle lösen. Ich glaube, ich brauche Werkzeug. War doch 2 Zangen. Hab's. Yay, ich hab's. Die Mutter schraubt sich selbst auf die Schraube. Das sieht ja lustig aus. Okay. Ja, hat sich selber aufgeschraubt und das darf mein Zuschauer jetzt auch gerne untersuchen. Das kann ich wirklich rausgeben. Aha. Ja, bitte sehr. Viel Spaß. Also die Performance an sich ist irgendwie schon cool, aber ich finde erstens, man kann sich voll denken, wie das funktionieren dürfte. Und zweitens ist es wirklich kacke verarbeitet. Also ohne Werkzeug ging gar nichts. Nee, würde ich euch nicht empfehlen. Next. Ah ja. Ih, die fühlt sich ja eklig an. Oh, ich will die gar nicht in den Mund nehmen, Digga. That's what she said. Könnt ihr mit eurer Zunge eure Nasenspitze berühren? Ich würde es jetzt so ohne weiteres nicht schaffen. Aber wenn ich meine Zunge dafür ein bisschen stretche. Die sieht gar nicht so kacke aus, wie ich gedacht hätte. Die sieht wirklich, ich zeig's euch bei der Overhead-Cam, die sieht gar nicht schlecht aus. Fühlt sich echt eklig an. Also die Kinder werden da richtig Spaß dran haben. Boah, wie hantiere ich das denn? Ich will halt nicht richtig draufbeißen. Es ist richtig eklig, es stinkt ultra nach Gummi. Es ist richtig eklig, das in den Mund zu nehmen. Aber, guck mal. Was sagt ihr? Ist zu dunkel, die Zunge ist zu dunkel. Ah, Moment. Nee. Hat sogar geklappt. Okay, weiter geht's. Also, die würde ich tatsächlich, wenn man Bock auf eine Gummizunge hat, wäre die okay. Was? Du hast noch nicht geliked? Gib mir so eine Mühe, du kannst nicht mal liken. Der Karton ist leer. Das sieht nach so viel aus. Ah, das war das Marktdeck, das man nur mit Brille lesen kann. Oh, da bin ich so gespannt drauf. So, das hier ist meine Enchroma-Brille. Damit kann ich Farben ungefähr so sehen wie ihr. Ich bin ja farbenblind, wie viele von euch wissen. Auf meinem Zweitkanal gibt es da ein paar Videos zu. So, ich habe jetzt hier folgendes Kartenspiel. So sieht das Ganze aus. Ich sehe hier Kratos aus God of War. Also es ist wirklich einfach ein chinesisches Kartenspiel. Das öffnen wir einfach mal. Ich hatte ja beim Bestellen angesagt, dass ich von Weitem auf den Fotos schon sehe, wie schlecht die Qualität sein wird. Gucken wir mal, ob sich das bewahrheitet oder ob ich jetzt eine positive Überraschung kriege. Guck mal, seht ihr das in der Overhead-Cam? Hier ist so ein vorgedrucktes, irgendwie so eine Falz. Falz ist gut. Seht ihr das? Hier sind so 2 Falzen irgendwie. Eigentlich müsste ich das geöffnet kriegen. Ich probiere es mal mit Messer. Was war das aus? Ach. Lul, ganz normale Lasche. Aber was ist das dann für eine Falz hier? Dann ist das ja ultra billo gedruckt. So, erstmal, wie sind die Karten? Oh Gott, was ist das denn? Keine Ahnung, was das sein soll. Ja. So sehen die Joker aus. Einmal in bunt, einmal in schwarz-weiß. Und so sehen die Karten aus. Und Leute, die fühlen sich so schlecht an. Ihr glaubt es nicht. Lassen die sich fächern? Nicht wirklich. Lassen die sich springen? Es ist wieder das Gleiche. Also die sind ganz, ganz, ganz hart. Es ist ungefähr die Qualität, die so Billigkarten in so richtig schlechten Zauberkästen immer haben. Jetzt ist die Sache die, diese Karten sollen markiert sein. Das heißt, ich soll anhand der Rückseite ablesen können, dass vorne der P-König aufgedruckt ist. Die Sache ist, ihr seht ja, was für ein Backdesign die haben. Das sieht jetzt aus wie diese B-Playing-Cards. Ich sehe jetzt mit meinem bloßen Auge keine Markierung. Und auch wenn ich das so im Licht reflektiere oder so, es ist so ein bisschen wie eine optische Täuschung. Mir wird so ein bisschen schwindelig, wenn ich lange drauf gucke. Weil wenn ich es bewege,
Aber ich sehe jetzt erstmal noch nichts. Mit dieser Brille soll sich das ändern. Mit dieser Brille soll ich die Markierung lesen können. Wartet mal. Ich habe doch beim Bestellen die Auswahl zwischen Gold und Schwarz gehabt und habe aber Schwarz in den Warenkorb gelegt. Also das hier. Warum habe ich denn jetzt das geliefert bekommen? Gigascam! Das ist tatsächlich häufig eine Theorie. Immer wieder, wenn ich Zauberauftritte gebe, dann höre ich von irgendwem eine Theorie, gib mal deine Brille her, bestimmt kannst du dadurch irgendwas sehen, was wir nicht sehen. Ich bin kurzsichtig, Bruder, aber okay. Oh, die ist super eng und ich habe einen sehr dicken Kopf, das ist, oh mein Gott. Boah, stellt euch vor, ich lege mal so einen Filter drauf. So ungefähr sehe ich durch diese Brille. Real Talk, ich stell's am PC nachher nach im Videoschnitt. Es sieht alles aus wie durch so eine Infrarot, sag ich schon, durch so eine Ultraviolettkamera. Aber wie ist es jetzt mit den Karten? Ich sehe einfach gar nichts, Digga. Also diese Brille macht alles komplett dunkel, aber es funktioniert nicht. Ich sehe gar nichts. Ich zeige euch 100% original, was ich gerade sehe durch diese Brille, okay? So sehen für mich die Karten. Ah doch, warte, nein! Da ist was! Da ist wirklich was! Oh, aber das darf nur in einem ganz bestimmten Winkel. Ich sehe oben rechts ein K. Oh, und da sehe ich ein Q, okay. Aber das ist ultra krass versteckt. Oh, das sieht man nicht gut. Aber oben rechts hier, da ist so ein ganz, ganz, ganz leicht angedeutetes K. Nehmen wir alle Winkel aus. Oh, die spiegelt extrem die Brille. Ich sehe mein Logo, das hinter mir ist, durch die Brille hier. Das spiegelt heftig. Probier mal. Oben rechts in der Ecke ist ein K, ne? Ist in allen Ecken? Die Buchstaben sind dunkelblau. Und der Rest ist der Karten? Ah, ich sehe keinen Unterschied zwischen lila und blau. Die Karten selbst schimmern lila und die Markierungen schimmern blau. Und deswegen sehe ich die Markierungen nicht. Weil ich blau und lila sehe ich keinen Unterschied durch meine Farbenblindheit. Ich müsste meine Farbenblindbrille tragen und darüber... Darf ich die nochmal haben, bitte? Ich probiere das mal aus. Und auch die Karten, bitte. So sehe ich nichts. Und jetzt... Oh, nee, das funktioniert auch so nicht. Ah, so ein bisschen näher. Warte mal, von weiter weg klappt es bei mir besser. Okay, das heißt, ich sehe wirklich so ganz leicht angedeutet ein J und ich sehe in der Mitte so einen Kreis. Ja, Herzbube. Könnt ihr mir einmal eine andere Karte geben? Ich muss rausfinden, welche das ist. Das ist ein König und in der Mitte ist, ich glaube, das ist das, was ihr meintet, ein Dreieck. Das ist das dein Kreuzkönig? Nee, Karo-König. Okay, so, das soll Karo sein. Alles klar, wie so eine Pfeilspitze. Das ist eine 4. Okay, jetzt sehe ich es besser. Boah, ich muss mich ultra konzentrieren und ganz weit weghalten, wie so ein Boomer, der so versucht, ein Meme zu sehen. Wisst ihr? Wenn ich es ganz weit weghalte, oh, ich bin echt alt und farbenblind. Das ist keine gute Kombi. Das ist eine 4, aber in der Mitte ist nichts, also Pik 4. Ja, das ist eine Dame. Und oben ist wieder so ein, wie so eine Pfeilspitze, dann ist es die Karo-Dame, korrekt? Ja, Karo-Dame. Cool, ich kann es doch lesen. Okay, ich war ein bisschen voreilig mit der Verurteilung. Es muss weiter weg sein. Boah, je weiter weg ich das halte, desto besser. Krass. Das ist hier die Karo 8. Ja, aber jetzt möchte ich auch mein Herz erkennen, ein Kreuz erkennen. Herz ist ein Kreis. Okay, das ist doch ziemlich cool. Es macht schon Spaß, das ist die Herz 6. Das ist schon cool. Ah, das ist mit Kreuz gemeint. Das ist der Kreuzkönig. Ja, da ist einfach so ein X in der Mitte. Okay, das ist schon cool. Es ist schon cool. Kreuz 7. Pik 8. Karo 3, perfekt. Herz 8. Yes. Wenn ich es ganz weit weghalte und mich ganz doll drauf konzentriere, dann kann ich die Markierungen gerade so erahnen. Es ist überhaupt nicht zielsicher und... Es ist völlig unauthentisch, mit so einer Brille zu einem Auftritt zu gehen. Weil die müsst ihr ja immer tragen, weil es wäre ja weird, wenn ihr die aufsetzen würdet, um dann mit den Karten zu hantieren. Aber so eine Brille würde kein Mensch tragen, weil sie halt wirklich komplett abdunkelt. Ich habe jetzt hier, überleg mal, ich habe hier Studiolichter, ich habe hier Tageslicht aus dem Fenster, eine fette Softbox, ich habe hier ein Rimlight, das von oben noch kommt. Wäre ich in einem dunklen Raum, in einer Cocktail-Bar-Situation, oder ich würde gar nichts checken, ich wäre dadurch blind. Na gut, hier, bitteschön, ich kann weiterspielen. Okay, was haben wir hier? Das dürfen hier die D-Lights sein und ich hoffe, dass die gut funktionieren und besser sind als die Billigdinger, die ich da hatte. Nochmal zum Vergleich. So sollen D-Lights eigentlich aussehen. So sahen die Billig-D-Lights aus, die ich hatte schon vor ein paar Jahren. Und diese D-Lights, die ich ja in Blau bestellt hatte extra, sehen so aus. Seht ihr überhaupt was in der Kamera? Ich glaube nicht. Die Idee ist, ich schnappe mir ein blaues Licht. Und dieses blaue Licht verschwindet und springt von der einen Hand zur anderen rüber. Und so kann ich das von Hand zu Hand transferieren. Also das ist die Idee dahinter. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt durch die Kamera. Ich bezweifle es ehrlich gesagt, weil es wirklich nicht hell ist. In einem dunklen Raum wird es gehen,
aber es ist nicht ansatzweise so wie echte D-Lights. Echte D-Lights blenden fast schon. Und die hier sind so, ja, man sieht halt eine blaue Farbe. Also auch ein absoluter Reinfall. Schade drum, ich bin enttäuscht. Stellt bitte keine D-Lights auf Wish. Next. Ah ja, das war Seil zu Tuch. Immer alles doppelt in Plastik. Überleg mal, der Trick ist in Plastik gewickelt. Das wiederum war in diesem Plastik und dieses Plastik war in den großen Plastik. Drei Schichten Plastik da drum. Okay, ich habe hier so ein Standard weißes Seil. Das sieht ähnlich aus wie die weißen Seile, die ich sonst immer so benutze für meine Zaubertricks. Wenn ich mal mit Seilen zauber, ich zauber relativ ungern mit Seilen. Aber theoretisch kann ich das jetzt verwandeln in so ein rotes Tuch. Ja, ihr dürft gerne klatschen. Danke. Dankeschön, Dankeschön. Kann ich es auch problemlos zurückverwandeln? Nein, nicht wirklich. Okay, es ist Seil in Tuch, aber es ist nicht Tuch in Seil. Also Seil, Tuch. Woo! Das Tuch hat eine wirklich schlechte Qualität. Das ist wieder, so wie immer, diese Tücher von Wish. Das ist kein wirkliches Seidentuch, sondern es ist einfach so ein Stück Plastik, das so dünn ist, dass es weich wird. Wisst ihr, was ich meine? Aber es ist halt wirklich, ich kann es euch zeigen, es ist wirklich so ein Stück Plastik einfach irgendwie. Es ist kein wirkliches Tuch. Ja, der Trick wäre auch in guter Qualität jetzt nicht sonderlich täuschend, aber für einen Kindergeburtstag, ja, warum eigentlich nicht? Tarantula. Oh, jetzt bin ich so gespannt. Das soll Jigamesikas Original Tarantula sein. Sieht sehr nah dran aus wie das Original. Hier steht, bitte schau die DVD, bevor du mit dem Zaubern loslegst. Wisst ihr, was ein Problem ist? Es war keine DVD dabei. Das ist keine Anleitung, das ist eine FAQ-Seite. Hier stehen häufig gestellte Fragen mit Antworten. Das ist kein Tutorial. Ich weiß jetzt nicht, wie es geht. Also, ich weiß es schon, aber ich wüsste es jetzt nicht. Ohne zu viel zu spoilern, es wird alles mitgeliefert, was wir brauchen. Außer der DVD. Oh, es fällt auseinander. Und zwar an eine Stelle, an der es nicht auseinanderfallen soll. Okay, ist Billokram. Ist gerissen. That was fast. Also ganz kurz, dass ihr wisst, was es sein sollte. Eigentlich hätte ich jetzt Objekte damit schweben lassen können. Eigentlich wäre jetzt, ähnlich wie bei Loops, ein leichtes Objekt wäre jetzt eigentlich in der Luft am Schweben gewesen. Aber, okay, machen wir kein Geheimnis draus, es hat was mit dem Faden zu tun, okay? Dieser Faden ist mir gerade beim Aufziehen auf 3 cm gerissen. Der Originalfaden von Jigamesika, den kannst du meterweit spannen und kannst wirklich, du kannst ein ganzes Kartendeck bewegen damit. Ohne dass der reißt. Und bei dem Tarantula hier ist auf die Distanz der Faden einfach gerissen. Es war nicht mal Druck drauf. Einfach, ich habe ihn aufgezogen, gerissen. In den Müll. Schmutz. Was eine Enttäuschung, Alter. Okay, weiter geht's. Boah, gerade sowas wie Tarantula Venom hatte ich ja auch einmal von Wish probiert. Ist auch sofort gerissen. Gerade solche Sachen, wo das Original 80 Euro kosten würde oder so. Kauft die bitte nicht für 3 Euro auf Wish. Also wirklich. Wo es wirklich drauf ankommt, wo Elektronik mit dem Spiel ist, besondere Mechaniken oder so. Ist immer kacke, sowas auf Wish zu bestellen. So, hier haben wir einen Zauberstab. Den können wir natürlich auch schweben lassen. Ja, wow, okay, gut. Aber allem voran können wir mit diesem Zauberstab das hier machen und mit diesem leeren Blumentopf. Ja, das ist ein Blumentopf. Glaubt ihr mir nicht? Guck mal. Woo! Dankeschön, danke, danke. Ich probier's gleich nochmal. Achtung, leerer Blumentopf. Und... Boah! Danke. Also, hier kann ich mich zum ersten Mal heute wirklich gar nicht beschweren. Der Originaltrick ist genauso Billo-Kack wie das hier. Deswegen, weil das wirklich einfach nur so ein Gag-Ding ist, das kann man mal so als Joke machen beim Kindergeburtstag so. Oder nicht mal beim Kindergeburtstag, generell in einer lustigen Situation. Man könnte jetzt sagen, so, bevor wir heute anfangen, ah, warte mal, das sieht hier alles so kahl aus. Warte, wir sorgen hier für so ein bisschen Tischdeko. Bimmelibammelibum, wuhu! So, okay, also legen wir heute los. So, okay, das kann man als Gag mal machen. Also in dem Fall, ob das jetzt das Billo-Wish-Zeug ist oder original, ob das jetzt ein Metallbecher oder ein Plastikbecher ist, in dem Fall finde ich es irrelevant. Das ist das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, okay, das sehe ich nicht negativ. Ey, dann sind wir auch schon bei der letzten Sache für heute angekommen. Und das war der kopflose Kopf. Ich hoffe, ihr erinnert euch. Wie ich auch schon in den Bewertungen gewarnt wurde, ist kein Tutorial dabei. Ich muss das selber rausfinden. Ich möchte diese Illusion hier erzeugen. Und ich habe dazu diesen Bogen hier, 2 Metallschienen und 2 Schrauben mit Muttern. Das wirkt doch auf mich so, als müsste ich das hieran befestigen. Das machen wir einfach mal. Mutter. Das sieht gut aus, ja? Und das dann als Dance-Move. Ich weiß nicht, ob das auf Kamera so gut deutlich sichtbar ist. Doch, sieht man schon, glaube ich. Danke, danke. Okay, ja. Nee, Digga. Nee, das ist nicht so ganz das Wahre hier. Probiert mal. Ich fand eine Sache gut, die vorletzte. Das war's.
Ah, die Zunge war auch okay. Ich bin mal wieder nicht begeistert. Kauft bitte Originale, supportet die Original-Creator. Wenn ihr wirklich richtig gute Magie sehen wollt, dann schaut lieber beispielsweise Siegfried und Roy. Hier geht's zu meinem Video über die beiden. Wusstet ihr, warum der Tiger Roy angegriffen hatte? Das lag tatsächlich daran, dass... Ah, klickt einfach drauf, da erzähle ich es ausführlich.